Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zu einem weiteren Let's Play Classics mit mir, dem Captain. Und wir spielen diesmal Civilization 2. Ich habe eine ganze Weile damit verbracht, das überhaupt zum Laufen zu bekommen. Dann musste ich es mir noch auf Deutsch uminstallieren. Und irgendwann habe ich auch noch einen 64-Bit-Patch installiert, damit ich es endlich hier bei mir auf Windows 7 funktionsfähig habe. Videos und so weiter sind auch alle dabei, plus dem ganzen Ton und dem ganzen Sound, Musik von CD, alles super, wie man es gewohnt ist. Okay, was machen wir denn jetzt? Wir sind hier im Startbildschirm. Nach dem Intro gibt es diesen Startbildschirm und da können wir gleich mal die Welt anpassen. Und das ist eben genau die Frage, die ich hier jetzt an die Gruppe gestellt habe. Wie soll denn die Welt sein? Machen wir einfach mal Welt anpassen, gehen wir mal die einzelnen Elemente durch und dann am nächsten Sonntag werde ich dann mit dem Spiel oder am nächsten Samstag vielleicht sogar schon, werde ich mit dem Spiel dann weitermachen. Ich plane so jede Woche eine Partie so von, ich sag mal, einer halben Stunde, vielleicht eine Stunde zu machen. Und dann unterhalten wir uns im Civilization Forum wieder erneut darum, wie es denn mit dem Spiel weitergehen soll. Hoffe auf tatkräftige Unterstützung auch von den YouTubern, die das Video sehen, sodass ich hier das Spiel auch zum Erfolg führen kann. Okay, lange Rede, kurz Sinn, gehen wir mal zur Welt anpassen. Was müssen wir denn jetzt machen? Also, wir müssen einmal die Weltgröße bestimmen. Entweder hier klein oder ja, 40 mal 50 Quadrate wäre dann ein ziemlich schnelles Spiel. Normal 50 bis 80 Quadrate oder relativ groß 75 mal 120 Quadrate, was ein langes Spiel ist. Das ist etwas, das überlasse ich ganz euch. Mir ist das gerade mal gleich. Ich denke mal, wenn es groß ist, hat man natürlich mehr Platz und mehr Möglichkeiten, auch mit vielen Zivilisationen zu spielen. Und man kann sich ordentlich ausbreiten. Was bedeutet dieses nach Maß? Bedeutet, ich kann mir auch sogar auswählen, wie groß es sein soll. Also XY muss einen Wert zwischen 1000 und 10.000 ergeben. Regel, der Wert muss 20, zwischen 20 und 250 liegen. Also damit die Welt nicht zu groß wird. Okay, ich nehme jetzt groß. Okay, Landmasse. Klein heißt wenig Land, viel Wasser. Normal heißt normale Landmasse. Groß heißt viel Land, wenig Wasser. Nehmen wir mal groß. Aber wie gesagt, das sind alles die Fragen, die ich von euch beantwortet haben möchte. Also nochmal, um es zurückzukommen: Welt anpassen, Weltgröße möchte ich von euch wissen, die Landmasse möchte ich von euch wissen, die Landform möchte ich von euch auch wissen. Archipel, normal oder große Kontinente. Das Klima möchte ich wissen: trockenes Klima, normales oder nasses Klima. Die Temperatur: kühl, gemäßigt oder warm. Das Alter: 3, 4 oder 5 Milliarden Jahre. Ja, Schwierigkeitsstufe möchte ich nicht unbedingt wissen. Ich sage einfach mal, ich nehme König. Herrscher ist eben fast an Gottheit dran. Ich sag mal, ich habe das Spiel ewig nicht mehr gespielt. So gut wie Civilization 1 kann ich das Spiel auch überhaupt nicht, weil ich es noch gar nicht wirklich gespielt habe. Damals, als Civilization 2 rauskam, so 1996 rum, habe ich irgendwie andere Dinge gehabt und habe irgendwie kein Civilization 2 spielen können. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich damals noch einen Amiga hatte. Nee, gar nicht, hatte ich gar keinen Amiga mehr. Aber irgendwie habe ich Civilization 2 nie bekommen. Okay, nehmen wir König. So, Konkurrenten, also Zivilisation, da auch nicht zur Auswahl. Ich möchte nämlich schon mit 7 Zivilisationen spielen. Und dieses hier, Barbarenaktivitäten, steht auch nicht zur Auswahl. Vagabundierende Banden nehme ich jetzt mal. Was bedeutet, ich habe kleine Dörfchen und ich habe natürlich entsprechende Barbaren, die auch so durch die Gegend ziehen. Wütende Horden, rastlose Stämme ist mir doch ein bisschen zu viel. Ich möchte auch noch ein bisschen was, auch ein bisschen Bildern hier im Spiel. Gut. Hier kann man was ganz Tolles machen: Regeln, Standardregeln benutzen oder Regeln personalisieren. Ich denke mal, Regeln personalisieren ist schön, ist wichtig.
Was einfacher Kampf bedeutet, kann ich gar nicht so sagen. Ich glaube mal, das ist dann so der einfache Kampf wie in Civilization 1. Ich schalte den mal aus. Ich möchte nämlich den normalen Kampf von Civilization 2 haben, der ein bisschen komplizierter ist. Computergegner wählen. Nein, möchte ich auch nicht wählen. Beschleunigten Start möchte ich auch nicht haben. Blutgier. Nein, Raumschiffteile möchte ich. Raumschiffe möchte ich bauen lassen. Und ausgeschiedene Spieler nicht wieder starten. Ja, das ist etwas, da könnten wir mal drüber diskutieren, ob das an- oder ausgeschaltet wird. Wer ausgeschieden ist, sollte eigentlich meiner Meinung nach nicht mit einer anderen Zivilisation neu kommen, sondern ist halt ausgeschieden. Ausgeschiedene Spieler nicht wieder starten. Gut, Geschlecht ganz klar, ich bin männlich und dementsprechend suchen wir uns dann den Stamm aus. Und hier haben wir die freie Auswahl, entweder Römer, Russen, Kelten, die gehören zu einer Linie, Babylon, Zulus, Japaner, Deutsch, Franzosen, Wikinger, Ägypter, Azteken, Spanier, Amerikaner, Chinesen, Perser, Griechen, Engländer, Karthager, Inder, Mongolen und Sioux. Okay, gut. Also, letztes Mal habe ich die Deutschen genommen, aber mal gucken, was so meine Mitschreiber im Forum dazu sagen, ob sie einen anderen Stamm bevorzugen. So, ich glaube, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Hier könnte man höchstens noch die Namen eingeben, das werde ich dann entsprechend machen. Und ja, ich glaube, damit wäre es das, denn damit sind wir mit den Einstellungen durch. Und ja, dann warte ich jetzt mal ganz gespannt auf die Unterstützung und die Hilfe, die mir zuteil wird und die Wahl, die ich hier treffen soll. Also, man sieht sich dann bis in ungefähr einer Woche dann. Viel Spaß und immer schön posten.